Michael hat Lukas eine Kamera gegeben. Lukas ist ein freier Außenberichterstatter. Grüß euch, wir führen den Kanal. Hallo, grüß euch. Ja, wir machen Außenberichterstattung. Ja, wir starten gerade in Linz. Der Thomas habe ich gerade eingesammelt. Wir fahren am Bodensee Cup. Ja, schauen wir mal, wie die Fahrt wird. Dann schauen wir, was wir heute Abend machen. Und dann schauen wir, wie es uns morgen geht. Genau. Ja, dann passt. Also wir melden uns später wieder. Genau. Okay, gut. Dann bis später. Ciao. Ciao. Wir kennen euch vom Würfelladen. Ich bin heute wieder mal Korrespondent und mache eine, wie sagen wir am besten, ich mache die Haken für mich hier am Bodensee Cup. Ja, die erste Runde ist vorbei. Ich habe verloren, 5-3. War Lords of Battle. Ich habe gegen den Sauern antreten dürfen. Ja, der Sauern. Servus. Ferdinand von den Stickstoffboys aus München. Ja, du hast sehr aggressiv aufgestellt, den Sauern ziemlich weit vorn. Ja. Ich war jede Runde entweder mit einer Eidwache oder mit sonst was drauf, damit er ja nicht zaubern kann. Und die paar Runden, wo du zaubern hast, hast du massiven Schaden gekriegt. Und der Sauron hat jetzt in der letzten Runde mit dem letzten Haar überlebt. Bei dem tollen Ringwurf. Ja, wie hast du das Duschspiel gefunden? Ja, ich habe jetzt im Nachhinein zu aggressiv aufgestellt. Das war, ich hätte glaube ich 10 Zoll Hektar, dann hätte ich mehr zaubern können. Aber dann ist es wenigstens schneller vorbei gewesen. Jetzt kann man ein bisschen das Interview machen und die Tische noch anschauen. Genau. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ein ganz nettes Spiel. Ja. Ich finde es da auch super organisiert. Ich finde die Plotten super cool. Das stimmt. Toll organisiert. Passt. Dann, gutes Spiel. Und weiter ein gutes Turnier. Ja, dir auch. Servus. Servus. Thank you.
euch. Ja, es ist nach der zweiten Runde. Wir haben Hold the Ground gespielt. Ihr habt gegen das Auenland antreten dürfen mit wie vielen Modellen? 71. Mit 71. Ja, ich habe mich mit Helm durch die Hobbits geschnetzelt, aber ja, war nicht sehr erfolgreich. Ich habe 7-3 verloren. Ein Mehranführer von dir ist erfolgreich weggelaufen. Und ja, mehr Hobbits in der Mitte als für mich. Wie war das Spiel für dich gegen Helmsgard? Krass, also ich hätte es nicht also ich habe es unterschätzt, wie doll der Typ auf 500 Punkte rasiert und jedes Mal einen heroischen Nahkampf und die kostenlose Bewegung. Das ist einmal geisteskrank. Das ist ja gerade also, du kannst ruhig was machen. Ja, ja, das ist schon krass. Ja. Also ich bin jetzt, wäre das 2 Runden länger gegangen, dann verliere ich das Spiel. Also, ja. Es war halt Glück, dass es jetzt gleich endet. Das war schon cool. Nur der Pech gehabt. Ja. Klassisch ich halt. Ja, aber die Wurfsperre haben eigentlich auch gut pro Form gegen die Hobbits. Die waren, also ich habe 10 Kills nur durch Wurfsperre gemacht. Ja. Aber ja, war lustig, hat Spaß gemacht. Ja. Und wenn du mit Michi spielen willst, musst du halt auf die Nürnberg in Niederösterreich fahren. Ja, Michi, ich bin enttäuscht, dass du nicht hier bist. Ich bin auf einem österreichischen Turnier und du bist nicht da. Danke. Passt. Danke, wir sehen uns noch im nächsten Spiel. Gibt euch. Ja, grüß euch. Nach dem dritten Spiel, Rotary Cup. Ja, gegen Marco gespielt. Marco hat was gespielt? Die Schwarzen Reiter. Ich habe gerade vorhin in der Pause gesagt, ich will nicht gegen die Schwarzen Reiter spielen mit Helmsgard. Er hat eigentlich super gut gespielt. Er hat meine Kavallerie aufgefressen, die Reiter. Zerschossen, ja. Und zerschossen. Aber dann ist ihm die Willenskraft ausgegangen. Und dann ja, die Nahkämpfe, das genau ging so lala. Und dann hat der Helm so 3-4 Nahkämpfe machen dürfen, wo er mal also braucht 3 Nahkampf, glaube ich, mit ihm umgebracht. Ja. Von 6. Das hat dann weiter und der letzte World Comeback Bad war entscheidend, weil ich ja, die Doppel-6 gewürfelt habe mit einem Krieger von Rohan, damit ich einen Nazgul umgebracht habe und genau die 3 Zoe zum hinteren Marker bei Breakthrough eine rein habe können. Das war ein Spielchen. War ultra knapp, ja. Ja, war voll spannend, dass ich glaube, ich gewinne es nicht mehr. Aber war halt mein erster Sieg. Für die leider nicht. Ja, das ist immer noch der dritte Sieg, Niederlage, aber. Ja, gut, ich habe halt auch keine optimalen Matchups erwischt. Bei Sauron, Nazguls, 70 Covid. Ja. Wie ist der Eindruck da am Bonsai von dir? Super, ich bin ja von hier. Drum, ich fühle mich hier wohl, ist super hier. Und ja, viele gute Spieler. Ja, ich finde das war Rheinsheim-Bereich super cool, riesengroß. Ich muss noch mit der Kamera noch mal durchfahren, das mal am Kanal herzeigen. Mhm. Ja, oh, danke fürs Spiel. Ja, danke auch, hat mich gefreut. Immer wieder gern. Passt. Rad oder Team Trash Talk, wie man es auch bekannt auch kennt. Und ja, wir grüßen den Wirbelhorn. Ja, grüßen genau. Den Wirbelhorn, danke, dass wir hier sagen. Servus. Und danke Michi für, danke, Michi für den Content. Danke Michi, du bist der Beste. Ja. Genau. Dann, ciao. So, willkommen wieder am Kanal nach der vierten Runde. Ja, wir haben das Duell Helm gegen Helm gespielt. Wer ist der richtige Helm? Wer ist der größte Helm? Jo. Der einzige in Rohan. Der einzige in Rohan, genau. Ja. Was haben wir hier so weit gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr, nein, irgendwas? 9-1 am Ende. 9-1, ja. Hätte ich an 3er statt am 2er gewürfelt am letzten Wurf, wäre es 8-6 für mich geworden. Ja, das war das Helm gegen Helm Duell am Schluss. Ja, aber du hast zwar hart gebraucht, damit du der königliche Wache anbringst, leider. Ja. Aber war ein lustiges Spiel, war eine gute Erfahrung. Ja, wie war es bei dir jetzt da am Bodensee Cup? Total schöne Atmosphäre, kann ich sehr empfehlen, das Turnier. Hat Spaß gemacht. Super coole Leute. War mein zweites Turnier überhaupt erst. Voll entspannt hier. Und ja, über die Ausgänge von den Spielen möchte ich jetzt nicht reden. Ja, gut, was da ich bin ganz ehrlich. Jetzt sind noch die zweiten Spiele, die letzten zwei Spiele geht es ein wenig bergauf, sonst ist es bergab gegangen bei mir. Aber ja, super Atmosphäre, habe ich vorher schon mal gesagt. Und super organisiert da unten, super in der Zeit. Voll coole Location, also ich bin voll begeistert. So ein riesengroßes Vereinsheim mit so viel Platz. Ja, und das Gelände ist auch geil. Passt, dann. Sehen wir uns am nächsten Turnier. Sehen wir uns am nächsten Turnier. Gut, dann. Ein Gewinner
wie so oft. Aber drei waren in der engeren Auswahl und darum wollte ich zwei noch besonders hervorheben, die mir ziemlich gut gefallen haben und wo es wirklich knapp war. Und zwar die Armee von Markus Bader und Lukas Jäger. Und ihr dürft euch, wenn ihr Bock habt, einfach mal einen Produkten aussuchen. Ja, und dann schon zum Best Painted. Best Painted 2024 Bodensee Cup geht an Christian Kubica. So, perfekt. Dann fahren wir mal mit dem letzten Platz. Wer kriegt für uns traditionellen Holzlöffel? Und weil es vielleicht mehr Sinn machen wird, dass er doch ein bisschen seine Horizonte erweitert, gibt es noch ein paar Magic-Karten von Herr der Ringe. Und Platz gerade dem Matthias Werner. Dann haben wir noch zum 11. Platz und dem letzten waren a random number herausgezogen. Und das war dann die Nummer 30, Thomas Hager. Platz 9, Leo Feiler. Hatte nur Glück. Platz 8, Max damit leider die Top 3 knapp verpasst, trotz einem starken letzten Spiel, Philipp Kampf. So, fangen wir mit dem Kodesh. Mach ein Foto, bitte! Auf dem 3. Platz haben wir den Martin Sturm. Auf dem 2. Platz
Christian Kubica. Und auf dem ersten Platz und damit den Gewinner vom ersten Bodensäcker, Antonio. So. Hallo. Hallo Leute. Wir sind noch ein Turnier. Ich habe jetzt zwei Niederlagen und zwei Siege. Wie schaut es bei dir aus, Thomas? Die ersten zwei Spiele verloren, dann ein Unentschieden und einen Sieg jetzt. Ja, also mittelträchtig, aber voll okay und voll leibend eigentlich, voll coole Leute. Ja. Und ja, schauen wir, ob es wieder ein Turnier gibt. Also ich bin beim nächsten fix dabei. Ja. Es war cool organisiert, super Räumlichkeiten, das Vereinheim, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, es ist einfach top, es ist genial aufgebaut. Vor allem mit den zwei Räumen ist es nicht so laut. Die Platten sind auch wirklich gut spielbar. Also ist nichts dabei, wo man sich denkt, nicht, da ist überhaupt kein Platz. Ja, Leute sind kommod, Organisation ist kommod, Essen war gut. Ja, meine, es gibt minimal leichte sprachliche Barrieren, aber die kann man auch überwinden. Das sind halt Deutsche, sie können nichts dafür. Nein, und Vorarlberger. Aber so. Nein, voll leiwand. Und ja, wenn es passt, schauen wir wieder vorbei und kommt. Im Juni ist die Name, also ja. gern hinkommen oder zum Lukas zusammen. Herbst ist Monster and Man, also es ist einiges am Plan. Ja, vielleicht sieht man sich auf die Turniere. Nächste Woche fahren wir auf die Bavü, der Michi und die. Und der Oli, glaube ich, fährt auch mit. Und sie werden wir mitnehmen, aber wird schon werden. Passt genau. Gut, ja. Dann verabschieden wir uns. Ja, wir fahren jetzt 5 Stunden heim oder 6. Es wird spannend. Passt. Dann. Ja. Ciao, ciao. Passt. Ciao. Servus. Ja. Also. Hallo Leute, hier ist der Antonio aus der Schweiz und ich erzähle euch kurz was zum Bodensee Cup, an dem ich den letzten Samstag war. Es war nämlich ein hammergeiles Turnier, aber ich fange erstmal mit meiner Armee an. Was habe ich da gespielt? Ich habe die hier gerade neben mir, sieht man sie, ja. Genau, die Gorgoroth-Bestie war dabei, der Hexenkönig auf geflügeltem Schatten, die Spinnenkönigin und dann 5 schwarze Numenoren und 2 Tracker, damit ich auch die Schusshoheit habe mit der Gorgoroth-Bestie und den Tracker. Ja, es hat ganz gut geklappt, kann ich sagen. Und man muss auch sagen, die Leute, die das organisiert haben, die haben das echt gut gemacht. Ich war das zweite Mal da. Es gab gutes Mittagessen. Der Jonathan von Wavecolors war da, hat auch ein bisschen da gemalt und seine Modelle da ausgestellt. Hammerteile, richtig geil. Und ja, ich freue mich jetzt auch gleich, heute geht's los zur WWM und freue mich auch da, die Armee wieder zu spielen zu dürfen. Grüße aus der Schweiz, mach's gut, ciao! Ja, hallo alle zusammen, da ist der Nick, Hauptorganisator vom Bodensee Cup. Als erstes Mal möchte ich mich bedanken bei allen, die dabei waren, die es zu einem unglaublichen Erlebnis gemacht haben. Danke auch an Lukas und Thomas von Würflorden, dass sie da ein paar Aufnahmen gemacht haben und euch jetzt dieses Video präsentieren können. Vielleicht mal kurz zur Geschichte, wie wir dazu gekommen sind, den Bodensee Cup zu machen. Ich war immer wieder auf größeren Turnieren in Deutschland, habe mir oft gedacht, Mensch, wäre das nicht lässig, bei uns das zu machen. Wir sind so eine Gruppe von 6 bis 8 Leuten, die immer wieder auf Turniere fahren nach Deutschland. Wir haben immer wieder darüber geredet, das zu machen. Nur irgendwie hat immer der Punkt gefehlt, dass es wirklich jemand gesagt hat, so, und jetzt machen wir es. Und bei mir war letztes Jahr im November so irgendwann so ein Punkt, kurz nach dem Turnier auf der Plassenburg, absolut auch zu empfehlen, falls es sich jemand mal anschauen will, wo ich gesagt habe, so, und jetzt machen wir das. Und es ist eigentlich alles recht gut gegangen. Wir haben dann einmal so zusammengezählt, was haben wir an Gelände rumliegen. Da haben 2 von unseren Kollegen sehr, sehr viel, die haben alleine 14 Platten gestellt. Das ist halt schon sehr hilfreich, wenn man es in der Größe organisieren will. Und ja, dann haben wir halt das alles gemacht und das Turnier ist dann super angenommen worden und alles und das hat uns natürlich riesig gefreut. Es hat uns auch gefreut, dass das Teilnehmerfeld dann schlussendlich doch recht stark war. Hat am Anfang nicht ganz so ausgeschaut, beziehungsweise war nicht sicher, werden die starken Leute kommen oder nicht. Hat sich dann
herausgestellt, dass es doch ein recht starkes Teilnehmerfeld war und das freut uns natürlich riesig. Das Feedback, das wir bekommen haben, war super gut bisher, eigentlich fast nur positiv. Und ja, ich hoffe, denjenigen, die dabei waren, hat es gefallen und alle anderen, dass wir euch dann nächstes Jahr auf dem zweiten Bodensee Cup wiedersehen.